Süß und seltsam. Unsere Reporterin probiert auf der Süßwarenmesse, womit die Lebensmitteldesigner uns im kommenden Jahr verführen wollen. Ich beginne gleich mit einem echten Hammer. Das sind die neuesten Donuts. Donuts ohne Loch sehen ein bisschen aus wie Berliner und ein so ein Ding hat 400 Kalorien. Es gibt Schoko, es gibt Apfel und es gibt Himbeere. Süßkram, wohin das Auge blickt und Hauptsache schön verrückt. Kartoffel oder Zwiebelschokolade, ich entscheide mich für Heu. Das Heu schmeckt dann wirklich ein bisschen, ist aber auch ein bisschen pieksig im Mund. Schokolade muss heute eben mehr können als nur süß sein. Deswegen kommen hier philosophische Sprüche obendrauf und schon wird Schoko-Sophie draus. Wie kommt man auf die Idee, Schokolade und Philosophie zu verbinden? Ja, Schokolade, das ist landläufig bekannt, ist gut für die Ausschüttung von Glückshormonen. Philosophie ist gut für den Geist und deswegen passt das gut zusammen. Ja klar, Lust auf was Deftiges hätte ich wohl zwischendurch, aber der Schein trügt. Rostbratwürstchen, hier Hähnchenschenkel, das sieht auch fies aus. Das Wiener Würstchen. Ich entscheide mich aber passend zum Dschungelcamp hier für diese Heuschrecken. Da werde ich jetzt mal einer Heuschrecke einfach den Kopf abbeißen. Das ist natürlich nur Marzipan. Weihnachtsmann und Osterhase kommen in diesem Jahr laktosefrei daher und die erfolgreichen Fruchtgetränke, auch Smoothies genannt, werden in Pralinen gepresst. Ich teste mal Aprikose Grapefruit. Schmeckt total fruchtig und lecker. Könnte ich mir gut vorstellen für den Sommer. Schnell noch einen Espresso in Pralinenform und dann reicht's mir auch für heute. So, nach all dem Süßkram beende ich jetzt diesen Messetag mit einem richtig schönen Schwarzbrot mit Salami. Also herzhaft.